Jo, hi, ich bin der Micha, du schaust Blumen Outdoors und heute geht's einfach mal wieder ein Video von draußen. Ja, ein paar von euch werden es wiedererkennen. Ich bin mal wieder an meinem heimischen See hier in Köln, genau genommen am Fühlinger See. Ich weiß, das ist kein Bergsee, aber ehrlich gesagt ist mir das ziemlich egal. Ich habe in vorherigen Posts auch schon mal gesagt gehabt, dass mir das ziemlich auf den Nerv geht, dass irgendwie jeder denkt, er muss keine Ahnung wohin fahren, nur um mal rauszugehen, ein bisschen Natur abzukriegen. Ich weiß, dass es hier Hintergrundgeräusche gibt, ich weiß, dass hier eine Autobahn in der Nähe ist und die, ja, vielleicht blende ich die auch schon einfach aus, weil ich keine Lust mehr habe, sie zu hören, weiß ich nicht. Tatsache ist, ich bin an dem See hier groß geworden, ich habe in dem See hier schwimmen gelernt und ich bin an dem See hier fast ertrunken, wenn mein Vater mich nicht damals aus dem Wasser gezogen hätte als Kleinkind. Und deswegen komme ich immer wieder hierhin zurück. Ich glaube, was ich damit sagen will, ist einfach, dass ihr nie vergessen solltet, wo ihr eigentlich herkommt und aufhören solltet, Sachen hinterher zu trauern, die ihr vielleicht nicht habt. Das heißt, wenn du nicht im Süden wohnst, hör auf von irgendwelchen Bergseen zu träumen, die du jedes Wochenende sehen möchtest. Die wirst du nie sehen. Und find dich vielleicht damit ab oder gib dich damit zufrieden, was in deiner Nähe ist und genieß das, was du in deiner Nähe hast. Das ist meistens am schönsten. Das ist nicht das Einzige, was ich in diesem Video machen möchte. Es soll nicht nur so ein Lava-Video werden, sondern ich habe auch noch ein neues Ausrüstungsteil dabei. Das würde ich dir gleich gerne mal zeigen. Ich gehe jetzt gleich mal eine Runde hier, versuche mir mal ein trockenes Plätzchen zu finden. Ich möchte mir nämlich noch gerne einen Kaffee machen. So warm ist es hier draußen nämlich heute nicht. Aber wie gesagt, wenn du Bock hast, dann bleib dran. Ich laufe jetzt hier gerade auf einer Pferdestrecke. Eben waren schon zwei Reiterinnen an mir vorbei. Die läuft hier parallel direkt zu einer Schnellstraße. Im Moment ist durch den Schnee aber natürlich relativ wenig los, Gott sei Dank. Deswegen ist es hier relativ ruhig. Aber wie man sieht, auch hier kann man Ruhe haben. Ganz schön zugenommen hat und es schneit immer doller. Das ist übrigens genial für die Gegend hier, weil Schnee haben wir normalerweise nicht. Das, was ich euch zeigen wollte heute, ist der Haversack von The Hidden Woodsman. Malcolm war so nett und hat mir einen davon zugeschickt. Malcolm, thank you so much for sending this great piece of gear to me. Ich habe hier natürlich schon ein bisschen modifiziert, was heißt modifiziert, ich habe ihn erweitert, das heißt die Roly Poly aus Leder von Markus Grassmann von Grasi, Link von Malcolm und von Grasi gefunden. Und natürlich auch ein paar Halter, die ich selber gemacht habe, in Form von kleinen Clash Hooks und dem Opinel Nummer 8 mit dem Feuerstahl und der Halterung von Roland. Die kennt ihr aber schon. Und hier drin habe ich einfach noch ein paar Kleinigkeiten, wie jetzt ein Kocher zum Beispiel, ein Trangia, die Stanley Set. Ich habe noch einen Possible Pouch von Hidden Woodsman, wo man den ganzen Kochutensilien und Paracord und was alles drin ist. Wenn euch sowas interessiert, was in diesem Possible Pouch von mir drin ist und ihr möchtet da gerne ein Video zu haben, einfach mal runter in die Kommentare. Ja, dann gucke ich, dass ich sowas auch nochmal mache. Und ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee.
heute geht es mal wieder ganz einfach. So, Wasser dampft. Das ist mir heiß genug. Soll nur für ein Käffchen sein, nicht für mein Essen. Ja, meine Freunde, das ist auch schon das Ende dieses kleinen Videos. Mal rausgehen im Schnee mal wieder. Ich trinke jetzt noch meinen Kaffee hier. Und werde mich gleich irgendwie wieder auf den Weg nach Hause machen. Auch wenn es hier nur ein Stündchen, anderthalb, zwei waren, jetzt die ich draußen war, war es wieder wunderschön. Und, die frische Luft tut einfach gut. Also ich kann jedem empfehlen, macht das einfach. Geht raus, egal wo ihr seid. Und guckt, dass ihr in die Natur kommt. Das ist das Beste, was ihr tun könnt eigentlich. Egal wo. Na, das ist wurscht. Genau. Ja, wie gesagt, das ist das Ende dieses Videos. Wenn dir dieses Video hier gefallen hat, würde ich mich um Daumen nach oben natürlich freuen. Kommentare wie unten in die Kommentarbox. Links zu den hier kurz gezeigten Kanälen gibt es unten in der Beschreibung. Es wird ein ausführliches Review zu dem Haversack von The Hidden Woodsman nochmal geben. Ich habe das Ding jetzt seit, ja, ich würde sagen, ein paar Tagen jetzt und benutze es jetzt auch mal. Habe das Ding jetzt einfach so geladen oder die Tasche so geladen und bestückt, wie ich sie auch mit rausnehmen möchte. Und die wird mich jetzt auf den nächsten kleineren Touren noch immer wieder mal begleiten. Ja, deswegen gesagt, da wird es ein ausführliches Review noch zu geben zum Haversack von The Hidden Woodsman. Genau. Falls du noch keinen Kanal abonniert bist dieses Kanals, lass dir hier auf der Seite einfach mal meinen Abonnierknopf. Auf der Seite lasse ich dir einfach mal ein Video, was du dir vielleicht noch angucken kannst. Ich sage für immer vielen Dank fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn du im nächsten Video wieder einschaltest. Bis dann sage ich für immer, pass auf, wenn du rausgehst und mach's gut. Dein Micha.